In Berlin haben sie sich heute schon eingestimmt für die große Silvesterparty am Brandenburger Tor. Bis zu 65.000 Menschen erwarten die Veranstalter hier morgen unter großen Sicherheitsvorkehrungen. Aus unserer Sicht wird es natürlich eine sehr, sehr besondere Veranstaltung, weil die Menschen hier in Berlin das erste Mal seit 4 Jahren wieder zusammenkommen können, um in einer großen Veranstaltung zusammenzukommen und den Neujahrsabend feiern zu können. Das alleine ist bereits einzigartig. Besucher dürfen keine Böller auf die Partymeile bringen. Im vergangenen Jahr waren Rettungskräfte in Berlin-Neukölln gezielt in einen Hinterhalt gelockt und mit Feuerwerk beschossen worden. Deswegen hat die Polizei hier dieses Mal eine der 3 großen Böllerverbotszonen in der Hauptstadt eingerichtet. In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass es in diesen Böllerverbotszonen tatsächlich sehr ruhig für uns blieb. Nichtsdestotrotz haben wir dann etwas Ausweicheffekte gesehen. Auch in anderen Bundesländern haben Behörden Böller verboten, zum Beispiel im Zentrum der sächsischen Kleinstadt Kitscher. Dort war vergangenes Silvester das Pflaster auf dem erneuerten Marktplatz gesprengt worden. Böller zerstörten Scheiben und Fassaden. Das wurde so als Kampfzone entdeckt und da wurden ja schon fast Kriege ausgeführt. Die Bundesinnenministerin warnt heute erneut vor Gewalt und Attacken gegen Beamte. Unsere Einsatzkräfte haben es immer wieder erleben müssen, dass blinde Wut auf ihrem Rücken ausgetragen wird. Die Antwort darauf muss ein hartes Durchgreifen der Polizei, aber auch der Justiz sein. Der Bund schickt zu Silvester zusätzliche Beamte nach Berlin. Morgen sollen allein in der Hauptstadt mehr als 6.000 Feuerwehrleute und Polizisten unterwegs sein, mit Hubschrauber und Spürhunden, auch um die große Party am Brandenburger Tor zu sichern.